Kiki, so schnell sieht man sich wieder, nur 4 Tage Pause und heute startet schon wieder das Training. Wie war die Weihnachtszeit für dich? Hast du ein bisschen abschalten können? Ja, es waren nicht die besten Tage für mich, aber trotzdem, ich genieße diese 2, 3 Tage frei, mache ein bisschen Kopf frisch und ab heute genau gehe wieder los, freue mich mit Jungs zu treffen und nächste Aufgabe einfach am Samstag, neues Spiel. Das hat, glaube ich, einen Grund, warum du sagst, es waren nicht die besten Tage für dich, denn deine Familie war in der Heimat in Polen bei deiner Verwandtschaft und du warst an Weihnachten allein zu Hause. Genau, kann ich nicht nach Polen fahren oder kann ich, aber muss dort 10 Tage in Quarantäne bleiben. Dann heißt, ich muss einfach alleine genießen diese Tage. Ist ein bisschen schwierig, aber trotzdem, ich versuche so positiv zu bleiben. Und ja, ab von 12 Jahren erstmal ohne Frau ist auch nicht so einfach, aber wir haben Corona-Zeit und du musst einfach akzeptieren alle Regeln. Mein Beruf ist Fußballspieler und ich versuche einfach negativ bleiben und Fußball zu spielen. Verrückte Geschichte eigentlich. Zeigt aber auch, dass ihr trotz aller Privilegien eben auch Abstriche machen müsst und ja, die Ja, Pandemie auch für euch hart ist. von einer Seite, ja, jeder sind Fußballspieler auf dem Platz, wir sind Vorbild für viele Leute, aber diese Leute sehen nicht diese zweite Seite, weil ich bin ein normaler Mensch, ich habe 2 Kinder, ich bin verheiratet und diese Seite, wir verlieren viel, aber ja, wir müssen akzeptieren alles und einfach positiv weitergehen. Habt ihr dann zusammen per Videotelefonie gemeinsam polnische Weihnachtslieder gesungen oder wie lief das dann Ja, ich ab? muss 4, 5 Mal pro Tag Handy laden, wir machen FaceTime. Weihnachten, Abendessen und ja, wir haben Spaß. Kinder ein bisschen, sie verstehen auch schon viel und meine Frau erklärt alles. Papa muss Fußball spielen, so ist es und kannst du nicht einfach gewechseln. Gibt es sonst noch irgendwelche polnischen Weihnachtstraditionen, die im Hause Kikiewicz dieses Jahr ausfallen mussten? Ne, einfach viel Geschenke. Normales, jedes Jahr kommt Weihnachtsmann, dieses Jahr kommt nie wegen Corona. Aber sonst, wir treffen immer mit meinen Eltern, Familie von meiner Frau. Dieses Jahr kannst du nicht. Ich bin so Person, ich versuche immer ein bisschen positive Seite sehen, kann ich ein bisschen einfach regenerieren. Ohne Kinder kannst du ein bisschen länger schlafen. Und genauso ab heute, weil so mit Jungs einfach wieder marschieren und am Samstag, ich hoffe, 3 Punkte. Es waren jetzt nur 4 Tage Pause, ist ja eigentlich gar keine richtige Pause, geht ja eigentlich direkt weiter. In jeder Länderspielpause hat man da mehr oder weniger mehr frei. Es war aber trotzdem eine intensive Zeit vor Weihnachten, waren ja 4 Spiele innerhalb von nur 10 Tagen. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wie würdest du diese Phase bewerten? Ja, zu wenig Punkte, aber zweite Seite ist immer positive. Du hast einfach jetzt Möglichkeit, nach 2 Niederlagefolge Spiel zu gewinnen. In Köln ist ein wichtiges Spiel für uns und wir müssen einfach ab heute alles geben und mit Trainer guten Plan haben und in Köln 3 Punkte. Ist vielleicht der Vorteil auch an so einer kurzen Pause, dass man nicht erst wieder reinkommen muss, sondern direkt von Tag 1 an Persönlich für Vollgas? mich ist viel besser. Kurze Pause, du brauchst auch nicht viel Tage Vorbereitung, fliegst du nicht in Trainingslager nach Spanien oder nach Österreich, bist du direkt drin, kannst du trainieren auf gute Trainingsplätze und am Samstag hast du Spiel. Für mich ist persönlich viel besser. Samstag das Spiel gegen Köln. Du kennst wahrscheinlich unsere Statistik gegen den FC Nein. nicht. 12 Mal gab es das Duell in der Bundesliga. Nur das erste Spiel haben wir verloren. Wir sind seit 11 Spielen gegen Köln ungeschlagen. Und mein nachträglicher Weihnachtswunsch an dich wäre jetzt, dass diese Statistik so bleibt und wir daraus eine 12 machen. 12 Mal Ja, von ungeschlagen. letzten 2 Jahren, ich habe auch gute Statistik. 4 Spiele, 3 Siege, ein Unentschieden gegen Köln. Ich hoffe, am Samstag meine und FCA-Statistik geht wieder und halten wir gute Bilanz. Wie siehst du die Kölner in dieser Saison? Ja, ich sehe auch nicht so viele Spiele. Ich fokussiere von meiner Seite und von meinem Team und meinen Jungs. Wir haben Potenzial, wir müssen einfach mehr geben, weniger Fehler machen, mehr Herz geben und einfach ab erster Minute ohne Angst, mit Ball und ohne Ball besser spielen. Und dann wir können sammeln viel, viel Punkte. Also die Statistik spricht auf jeden Fall für dich und für den FCA. Ist Köln sowas wie ein perfekter Auftaktgegner? Gibt es sowas überhaupt? Ja, in Bundesliga ist mit jedem Gegner schwierig zu gewinnen, aber wie du magst du oder hast du gute Vorbereitung am Platz, bist du einfach ab erster Minute wach, kannst du jeden Gegner schlagen. Wir zeigen auch in dieser Saison dann, ich bin positiv. Die kommenden 4 Spiele zählen ja alle noch zur Hinrunde dazu. 3 Gegner sind auf Augenhöhe mit Köln, Stuttgart und Bremen. Was ist dein Ziel, was die Punkteausbeute angeht? Ich glaube, unser Ziel, wie du kannst 9 oder 10 Punkte gewinnen im Januar, das ist einfach ein guter Start in neues Jahr. Aber ja klar, 12 Punkte sind schon besser, aber wir versuchen einfach Spiel zum Spiel fokussieren und einfach Spiel zu Spiel gewinnen.
zum Neujahr gibt es ja immer gute Vorsätze. Was nimmst du dir vor für die ersten drei Spiele, was die Weißen Westen angeht? Für Torwart ist es immer schön, zu Null zu spielen, aber auf erster Linie ist einfach für mich Mannschaft wichtig. Wie wir gewinnen jedes Spiel 3-2, kann ich gerne nehmen, dieses Ergebnis. Klar, ich versuche diese Saison, ich habe private Ziel 9 Spiele zu Null. Jetzt momentan, wir haben 3. Ich glaube auch nicht schlecht, können wir 2-3 mehr haben, aber trotzdem, ich brauche Punkte im Januar. Diese zu Null spielt für mich keine Rolle. Wir haben einfach Ziel, wieder in der Bundesliga bleiben und vielleicht ein bisschen nach oben gehen. Und das ist für mich ist einfach klar und das ist mein Ziel. Aber ich bin mir sicher, da wird die ein oder andere weiße Weste dabei sein. Kiki, jetzt geht's auf den Trainingsplatz. Viel Erfolg jetzt in der doch kurzen Vorbereitung. Dann viel Erfolg in Köln und gebt ordentlich Gas im neuen Jahr. Dankeschön. Alles Gute.